Ja, moin Leute, willkommen zurück hier bei Lego Batman 3. Ihr seht es schon, wir sind auf Okara und da sind wir noch gerade beschäftigt, den Rest zu holen. So, was brauchst du? Einen Umhang, wenn du nicht fliegen kannst. So, und dann wollen wir mal weiter gucken. Was haben wir hier denn Schönes? Da waren wir vorhin schon mal oder in der letzten Folge. Aber irgendwie... Ach, guck mal hier. Ne, ich dachte, da könnte man buddeln. Schade. Schon irgendwie traurig, ne? Der versucht uns zu folgen und... Tut mir wirklich leid. So, wie kommen wir da ran? Das ist eine Idee. Ich würde sagen, wir tauchen, oder? Ah, wobei, da ist eine Brücke. Ah, aber das sieht gut aus. Wir müssen erstmal nur hier raus, damit wir uns den Taucheranzug holen können. Das ist schon ziemlich cool mit diesem Unterwasser und so. So, jetzt geht hoffentlich das Türchen auf. Wunderbar. Und dann wollen wir da mal hingehen. So, das sieht hier auch sehr komisch aus, wenn man da graben könnte, aber denkste. So, und wir nähern uns der 8 Milliarden. Das ist schon krass. Und ich glaube, die wollen hier unsere Wünsche erfüllen. Zack. Ah, viel fehlt nicht mehr. Ah, noch 10 Millionen. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Wenn das hier jetzt noch gereicht hätte. So, Dankeschön. Ah, da ist hier nicht. So, dann würde ich sagen, fliegen wir mal weiter. So, wieder Wasser. Den gehen wir mal auf den Grund. Haha. Robins Motorrad. Das ging ja zügig. So, wo geht's weiter? Kannst du mal wechseln? Wo ist die Laterne? Da. Zack, beide gleichzeitig, sehr schön. So, Schätze, Gold und Silber, da fühlen wir uns wohl. Nee, mit nicht so nah, das muss nicht sein. Würde auch nicht so viel bringen. Ah, geht auch.
So, und da haben wir die 8 Milliarden. Hier war doch eben noch, ich wollte gerade sagen, hä, wieso ist die weggegangen? So, was haben wir hier Schönes? Ach, wenn da mal nicht der Adam West drunter steckt. Der hat einen rosa Balken bekommen und einen rosa Pfeil. Das ist ja ganz nett von den Entwicklern. Ach nö, oder? Nichts mehr hat. Diese Lantern heutzutage, ich sag's dir. Hier, ich habe gerade Bilder von meinen Reisen ins Netz hochgeladen, als ein orangener Schläger aufgekreuzt ist und das Souvenir gemopst hat, das ich für einen Kadett mitgebracht hatte. Ich habe ewig nach dieser kitschigen Statue gesucht. Sei ein Schatz und besorg sie mir wieder, ja? Eine Statue, super. Machen erstmal das. So, da brennt es nämlich so ein bisschen. So, dann müssen wir buddeln. Nein, das nicht. Ach, Robin, der kann ja gar nicht. Was kann denn Robin überhaupt, ey? So. Selbst Alfred kann das. Und Alfred kann bauen. Und Hebel bedienen. Und goldene Steine einsammeln. So, mehr aber auch dann wirklich nicht. So. Tja, wo ist dieses komische Ding von der Statue? Hier vielleicht, also viel ist ja hier nicht, muss man ja mal so sagen. Du musst diese wahrscheinlich hier drin, oder? Wenn ich mit leeren Händen nach Hause komme, wird er mir ewig in den Ohren liegen. Mhm. Auch nicht. Irgendwo muss doch hier das sein. Also. Im Wasser. Könnte durchaus sein, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Nein, leider auch hier nicht. Yeah.
glaube, mittlerweile sind wir schon ein bisschen weit weg. Das hier vielleicht. Nee, das ist das. Das hatten wir schon. Hier ist noch was zum Wegbuddeln, was wahrscheinlich eh leer ist. Ist das echt alles? Haben wir hier nichts anderes mehr? Bis auf die Ente. So, hier. Ach, das waren diese... Nee, warte mal. Ach, guck mal hier. Ja, ja, ja. Das wäre noch eine Möglichkeit. In diese Richtung. Ach, hier vorne geht es ja schon wieder weiter. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, in welche Richtung der blöde Pfeil ging. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wegen dieses Stats, den Stats, die da ranfliegen. Naja, aber wir werden es schon finden irgendwie. Da, da war was drin. Da war was drin. Ich wollte gerade sagen, irgendwofür muss das dann ja auch doch Sinn gemacht haben, dass wir hier diese ganzen silbernen Dinger weggeräumt haben. Aber meine Herren, ganz schön weit weg hiervon. Du musst diese dumme Statue für mich finden, wenn ich mit leeren Händen... Du bist ein Kerl! Du hast meine Statue! Tatsächlich. Naja, eigentlich gehörte sie nicht mir, wenn man bedenkt, dass ich sie aus dieser Ruine habe, aber wenn es keinen ordentlichen Souvenirshop gibt, gibt es halt keine Alternative. Außer diesem goldenen Richtig. Stein, den ich komplett vergessen habe. Ah, das sollte der Kadett lieber nicht wissen. Nimm du ihn. Gib her. Hm? Danke. So, wo sind wir mittlerweile? Oh, da war die Prozentzahl 83,7. Ja gut, es fehlen ja noch drei Level. Die machen wir ja auch noch. So, wie sieht's denn hier jetzt eigentlich aus? Wie viel haben wir hier? Und wie viel fehlt noch? Zwei Aufgäbelchen noch, alles klar. Wahrscheinlich zweimal Ente, ne? Ja, einmal auf jeden Fall. Hey Kumpel, dein Glück, dass du vorbeischaust, denn ich habe noch so einen goldenen Stein gefunden und tja, ich könnte schwören, dass ich ihn dir geben wollte, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass er meins, meins, meins ist, zusammen mit den anderen Schätzen auf diesem Planeten. Juhu! Das klären wir du gleich. Du wirst mich niemals Leben schnappen, Bulle! Willst du so dringend diesen Stein? Ich gebe ihn dir für nur 50 Kröten. Junge, ich habe 8 Milliarden. Oh, also, du weißt doch, dass ich nur Spaß mache. Und ich habe aus deinen paar gelben Stats gerade 1 Million gemacht. Puh, tut mir leid. Ich muss heute Morgen den falschen Ring genommen haben. Diese orangenen Dinger können einen normal großzügigen Menschen schon etwas durcheinander bringen. Aber jetzt, wo ich wieder liebenswert und selbstlos bin, gebe ich dir den goldenen Stein. Her damit. So, danke. So, und oh nein, Bad Cool, im Ernst jetzt. Naja, ich höre mir lieber dieses gequälte Gemur an, als den Scheiß von der Loon Turn. Okay, ich nehme es zurück. Es ist echt nervig. So, jetzt habe ich gar nicht mitgelesen. Ne? Ah, okay, ich sollte die nicht umhauen.
Dann folge ich der mal unauffällig. Ah, super. Der kann nicht so gute Smash-Attacken. Der fliegt dann hoch. Ah ja, okay. Doch, es geht. Frag nicht, frag nicht. Da ist jemand richtig genervt mit diesem. Oh. Ups, Entschuldigung. Ups. Der One-Hit-Charakter. Das ist das Coole bei den Großen. Oh, der läuft ja lustig. So, cool. Sind wir denn gleich da? So mal als Frage. Aha. Der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Wie war das? Timmy ist in den alten Brunnen gefallen? Himmel, ich mach nur Spaß! Hast wohl gar keinen Humor! Und es tut mir leid, wenn ich deine Träume platzen lassen muss, meine Liebe! Aber ich sage dir das Gleiche wie dem Schwein! In der ganzen Welt gibt es nicht genug Magie, um eine Kuh fliegen zu lassen! Ach, der ist ja böse zu der Kuh. Die arme Kuh. Aber mach dir nicht so viel daraus. Ich verteile heute zufällig goldene Steine an all meine Besucher. Ja, damit. Ein Tritt ans Euter. Wer kann nur so böse sein? Ja, 218, Leute. Das ist schon nicht so wenig. So, wir wollen nochmal ganz kurz gucken. Ja, wir haben es geschafft. Also, wir haben auch dieses hier hinter uns gebracht. Ja, Zamaron fehlt noch. Machen wir noch. Den Rest haben wir, glaube ich, ne? Also, es fehlt nicht mehr so viel. Ich denke mal, eine Aufnahme noch. Oder beziehungsweise, wir müssen natürlich erstmal die Level machen. Und dann gucken wir an, was noch so als Rest fehlt. Was ich vielleicht noch ganz gerne machen würde, ist... oder ich wollte es mir zumindest mal angucken. Das wäre die... Der Wachturm. Da gucken wir in der nächsten Folge eventuell nochmal rein, wenn es sich lohnt. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Und macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Oh, wie geil das von der Musik gerade... ja, noch zusätzlich vertont wurde, ne? Gehighlightet wurde. So, und ja, nicht den Daumen hoch vergessen, das wäre wirklich sehr nett. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.